I'm made of. Es geht so, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm, hier bei Crush 4389. Wir konnten, wenn auch nur ziemlich knapp, Olaf im letzten Part bezwingen, welcher auch gleichzeitig der Leiter der Kryptofabrik war. Und nun haben wir zwar jetzt Massenproduktion der Krypto-Pokémon gestoppt, jedoch, wie ich es auch befürchtet habe, hat sich tatsächlich Mr. Opolos als der wahre Anführer des Team Krypto erwiesen. Ich habe es auch wirklich schon befürchtet. Ich hatte das Gefühl bei dem Typen, dass er der aktuelle Anführer von Team Krypto sein muss. Tja, und jetzt weiß ich aktuell nicht weiter, denn er erwartet von uns, dass wir seine unerreichbare, er erwartet uns bei seiner unerreichbaren Insel, weil er hat nämlich sein Kryptologe XT001 jetzt fertiggestellt. Oh, das... Das scheint, das dürfte jetzt ein Riesenproblem werden, denn sie sagen, dass dieses Pokémon gegen die Kryptolösung immun sei. Ob das auch wirklich stimmt? Tja, werden wir sehen, wenn wir erstmals dagegen antreten müssen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt schon gegen ihn antreten können, weil ich kann mir gut vorstellen, dass er noch viel zu stark für uns wäre. Oh! Der Krypto-Orbis geht, ey, der macht echt einen guten Job. Weil jetzt schon wieder ist, ein weiteres mein Pokémon für die Krypto-Lösung bereit. Ich habe nämlich alle Pokémon, die wir jetzt bislang gefangen haben, Krypto-Fabrik, nochmals in den Krypto-Orbis reingesteckt. Und dort werden sie jetzt nach und nach der Kryptometer abgesenkt, sodass ich sie dann in Kryptolaborale befreien kann oder beim Sanktuarium, wie man es möchte. Ach ja, das Mädchen vermisst immer noch ihr Mobile. Das kommt auch noch dazu. Was habe ich gehört? Du hast deine Fabrik hochgehen lassen, die Krypto-Pokémon produzierte einfach so? Das haut dir einen um! Ich schätze, das ist das Ende des ruchlosen Kryptoplans. Nein. Was ist nicht? Und mein Team Krypto hat ein Hauptquartier auf der Insel Obscura? Aber wo befindet sich diese Insel Obscura überhaupt? Die Insel Obscura ist eine unbewohnte Insel südlich von Porta Portus. Aber sie ist fast unmöglich zu erreichen. Aber sie ist fast unmöglich zu erreichen. Herkömmliche Schiffe schaffen es nicht, zur Insel Obscura zu gelangen. Es gäbe allerdings eine Art Spezialboot, dann wäre es vielleicht nicht mehr ganz unmöglich. Ein Spezialboot? Moment, wir können doch die Insel jetzt schon erreichen, aber... Wäre das nicht etwas zu früh? Spezialboot. Okay, das ist ein guter Tipp. Das heißt also, wir müssen jetzt nach Porta Portus. Nehme ich mal stark an. Vielleicht müssen wir dort den Werkzeugladen mal wieder aufsuchen. Aber ich wette, der Leiter des... oder Ersatzteile, ich weiß nicht genau, Ersatzteilladen? Ich glaube, das war Ersatzteilladen. Aber ich glaube, der Leiter des Ersatzteilladens wird wahrscheinlich wieder bei dem verrückten Dr. Abacus, sich beim verrückten Dr. Abacus aufhalten. Und wenn wir uns dort wieder hinbegeben, wird wahrscheinlich Calvin uns wieder für einen Einbrecher halten und dann müssen wir wieder gegen ihn kämpfen. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch einmal wiederholt wird. Alter, das geht schnell! Zuerst Ormut und jetzt auch noch Smetbo. Naja, wenn erstmal alle befreit sind, dann werde ich mal offscreen mich zum Hauptlabor begeben. Aber erstmals auf nach... Ja, wo ist doch mal Porto Portus? Hier, genau. Dieses neue Moped, diese neue Motorrolle ist echt krass. So, na denn, auf zum Ersatzteilladen. Ansonsten müssen wir uns vielleicht beim Hafen irgendwo umgucken, weil vielleicht finden wir dort auch etwas. Das war doch der Ersatzteilladen, ich glaube. Den war so, und da ist der Eingang. Bin auch blind. Oh, ja, da passiert was. Das ist Junk. Ja, Chris, große Neuigkeiten, riesengroße Neuigkeiten.
Dieser Robo-Kaiogre, vor dem ich derzeit, ist endlich fertig. Als ob er einen Plan ausgearbeitet hatte und anfing ihn umzusetzen, kam eine hammermäßige Rakete dabei raus. Dann hören Sie es dir an und hör Opa gut zu. Eine Rakete? Was? Sie haben denn das Robo-Kaiogre fertiggestellt? Hallo? Wie Chang schon sagte, haben wir das Robo-Kaiogre repariert. Ein wahres Meisterstück. Stimmt was nicht? Worum geht's denn? Starker Tobak in der Tat. Du meinst, das Krypto-Hauptquartier ist auf der Insel Obscura? Und da willst du jetzt hin? Die Insel Obscura. Kein Wunder, dass keiner die Krypto-Basis finden konnte. Die Strömungen dort sind tückisch und es wehen immer starke Winde. Da kommt man weder zu Wasser noch zu Luft ran. Junk, so war das vielleicht bis heute, aber jetzt sieht die Sache anders aus. Ich weiß, was du meinst, Opa, das Robo-Kaiogre, stimmt's? Ganz genau, Junk. Unser Robo-Kaiogre ist in der Lage, die Insel Obscura zu erreichen. Also gut, machen wir das Robo-Kaiogre bereit für Chris. Komm, Junk. Aye, aye, Captain. Oh, wir kommen also tatsächlich schon hin. Ich glaub's nicht, aber sind wir dafür auch schon stark genug? Was? Eine Mail? Von Klein. Herr Chris, offenbar erreicht der Kampf gegen Tyngrup den kritische Phase. Deshalb möchte ich das geben. Es dürfte von großem Nutzen sein. Bitte komm ins Erdgeschoss des Labors. Okay, dann müssen wir also doch schon zum Hauptlabor. Das heißt, wir können dazwischen auch schon mal Omod und Smetbo befreien. Und wenn noch ein... Ey, Moment, noch nicht! Oh, da bist du ja. Hier rüber, Trümmerpier. Wow, ist das? Das ist das Robo-Kaiogre. Ist dieses Baby nicht umwerfend? Es ist getankt und abfahrbereit. Du kannst sofort aufbrechen, wenn du willst. Vielen Dank, aber im Augenblick muss ich noch schnell was erledigen. Ich komme sofort, okay? Oh, wow. Sieht echt stylisch aus. Okay. Zurück zum Hauptlabor. Ich bin mal gespannt, was der Professor für uns so Schönes bereithält. Ob das vielleicht... Naja, ich kann mich gerade nicht vorstellen. So. Aber jetzt muss ich erstmal noch ein paar Herzen vollends öffnen. Und als erstes durch mit Omod. Dann können wir das jetzt on-screen sehen, wie das hier vonstatten geht. Man braucht also nicht extra das Sanktuarium. Man kann auch hier das in Pokémon-Hauptlabor vorher erledigen. So, was erlernt es jetzt für Attacken? Silberhauch. Nice. Und Heilung. Cool. Na schön. Ja, natürlich. Jetzt wird es Zeit für Smetbo. Schauen wir mal, was das Pokémon jetzt so für Attacken drauf hat. Ich meine, ich überlege mir auch, Käfer-Pokémon könnte man auch eigentlich, wären eigentlich auch nicht so schlecht fürs Team. Naja, obwohl. Käfer-Pokémon. Psychokinese, wart! Ho! Alter, warum lernen die bloß so Morgengrauen? Damit halt es sich sogar. Alter, warum lernen die denn bloß so heftige Attacken? Alter Schwede. So, da ist er. Hallo, Professor. Hi Chris, schön, dass du wieder da bist. Ich möchte dir etwas geben. Chris, bitte folge mir. Was ist denn los? Was? Eine Treppe? Habe ich dich erschreckt? Na, folge mir jetzt bitte. Da hat tatsächlich eine Geheimtreppe. Wo führt die denn hin? Zumindest das man... Oh. Hier drüben, komm bitte her. Das ist wohl ein Lager, wo... oder ein Keller, wo alte, nicht mehr benötigte Gegenstände oder Ersatz... Zeugs aufbewahrt wird. Aber was ist hier los? Kampfkim, die Krypto ist nun in einer entscheidenden Phase. Ich denke, diese besondere Situation erfordert besondere Maßnahmen. Hier ist etwas, das ich dir geben möchte. Hallo, öffne die Kiste, dann nimm dir, was du drin findest. Ist das vielleicht... Der Meister... Ich wollte gerade sagen, nein, das ist unmöglich, der Meisterball. Aber es ist der Meisterball.
Das ist ein Meisterball. Der Pokéball ist einzigartig. Seine Fangquote liegt bei 100%. Du sollst ihn wirklich erst dann verwenden, wenn du dir absolut sicher bist. Also nicht locker lassen. Ich denke, dann kann ich für XD-001 gebrauchen, weil bevor ich mich jetzt den an... Ich will vielleicht versuchen, ihn zu vermeiden, aber ich fürchte, das wird wahrscheinlich schwierig. Das dürfte ziemlich schwierig werden. Wer war sie jetzt schon gegen XD-001 antreten? Boah. Aber wir haben auch nicht mal die Hälfte der Krypto-Pokémon zusammen. Ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt... Wahrscheinlich wird das jetzt alles so... Wie sagt man? Wahrscheinlich werden sie jetzt... Wahrscheinlich haben sie es so gemacht, dass es etwas in Länge gezogen wird. Sprich, dass man da erst was mehrere Ebenen bestreiten muss auf der Insel. Bevor man dann schließlich zum großen Finalkampf kommt, wo man dann wenigstens noch die Chance hat zu trainieren, Erfahrungspunkte zu bekommen, Geld und Heilungsgegenstände und Bälle zu kaufen, etc. etc. Weil das dürfte wohl nicht jetzt schon in die finale Phase ausfahren. Und wundere dich nicht über das Geklopfer, das ist jetzt nicht vom Nachbarn oder so. Das ist nur meine Waschmaschine, die gerade rummort. So. Keiner weiß, was auf der Insel Obscura wartet. Pass gut auf dich auf. Wenn es so gefährlich wird, dann komm zurück. Verstanden? Übertreib es nicht. Ach ja, ich glaube, der Item Shop hat neue Artikel. Sonst sollte man aufgenommen. Füll deine Vorräte auf, bevor du fährst. Ja, einen Augenblick habe ich leider Gottes. Wie viel habe ich jetzt? Ja, nicht gerade viel. Ich könnte etwas mehr Kohle gebrauchen. Dazu müsste ich aber offscreen trainieren. Aber immerhin weiß ich, dass der Item Shop jetzt neue Sachen angeboten hat. War ich hier eigentlich schon drin? Oh, Moment. Was passiert denn hier? Das ist ja Mary. Ist das nicht Sinas Freundin? Oh, Sinas großer Brudi. Ich habe dich im Fernsehen gesehen. Das war ja toll. Ich finde, du bist wirklich cool. Ja, danke. Ist das Sinas... Ist das, nein, Moment. Sinas Mutter, würde ich schon sagen. Marys Mutter? Chris, hast du meine E-Mail gelesen? Darauf habe ich gewartet. Seit ich dich im Fenster, muss ich an dich denken, Chris. Ach, du hast mir diese Mail geschickt, Finn, als ich gerade versucht habe, Mobile zu kriegen? Ich weiß, dass ich einfach verpflichtet bin, ein Buch mit dir als Hauptfigur zu schreiben. Also darf ich dich bitten, sind wir für uns? Also, lass es gleich anfangen. Okay. Schön, Chris, du hast als Professor Klein Urschauf des Pokémon-Hauptlabors gerettet. Jupp. Du hast die Nachrichten im Bericht über Fennec. Aber was? Wo schon mal im Fernsehen? Ein bisschen Bericht über Fennec. Weiß ich gerade nicht, ob ich vorher schon... Ich glaube nicht, oder? Fennec, Fennec. Das war doch, Nein, ich denke nicht, dass ich vorher schon Fans... Ach du meine Güte, die Leibre wurde gekapert, weil Team Krypto hinter den... Und Bob, finde ich, im Pokémon her war? Jupp. Ach, das ist ja unfassbar. Chris, du musst ein unglaublich talentierter drin sein. Das sieht mir gar nicht an. Das Interview wurde mir erst klar, wie fantastisch und spannend eine Geschichte ist. Ich danke dir vielmals, dass ich ihn dort führen durfte. Vielen, vielen Dank. Und dafür bekomme ich jetzt ein Schlohkraut? Ich habe das Gefühl, dass ich ein episches Meisterwerk schreiben werde. Was verdanke ich da dir? Sieh mir beim Schreiben zu. Okay, das mit dem Interview habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet, aber interessant. Okay, gut, dass ich mich nochmal umgeguckt habe. Oh, Ultrigaria. Was? Muschas? Alter Schwede, der Krypto-Orbis, der arbeitet echt schnell. Echt unfassbar. Da habe ich ja wirklich bei den Foren wirklich ein sehr gutes Team zusammengestellt. So kann ich sehr schnell Krypto-Pokémon wieder befreien. Sorry, ich habe gerade was in der Nase und da schlucke ich meine Worte immer. So, nein, das ist Pokémon Center. Ich wollte eigentlich schnell zum Shop schauen. Das war er doch, oder? Yep, da ist er. Er hat eine neue Ware im Sortiment, so sagt man. Also. Grüße, ganz Ohre. Ich bin neu. Will sein Supermarkt jetzt den besten? Top-Trank und Top-Genesung hat er jetzt. Ja, aber ich bin jetzt eher an die Beleber interessiert. Kaufe ich mir so viele, wie nur geht. 4 kann ich mir jetzt sagen. Aber was meine ich mit den Bällen? Der hat auch Bälle. Boah. Ich habe jetzt nicht gerade so viele Bälle. Ich glaube, das wird nicht reichen. Wenn wir erstmal die Bälle aus... Oh Mann, ey. Das dürfte haarig werden.
in Sachen Gebrauchsgegenstände bin ich da wirklich knapp bemessen, weil auch die Währung nicht, weil man auch nicht so viel Geld gewinnen kann. Ich meine, man bestreitet auch nicht so unglaublich viele Kämpfe, aber die Trainer an sich geben auch meistens nicht so viel Geld. Na gut. Dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mit den Robo-Kyokre nach Obscura. Alter, das Design. Ist echt krass. Yeah. Und da sind wir. Wir sind also schon da. Die Insel Obscura. Ein einziges Lavagebiet. Heilige Scheiße. Wenn man da nicht aufpasst, verbrennt man sich hier alles. Oh. Und da ist schon Herr Opolus mit seinen beiden. Hallo? Sind das normale Seemänner oder können die zum Team Krypto? Opolus mit seinen beiden Leibwächtern. Oh, das sind Trainer. Hey du, das Ding, das du da fährst, ist echt cool. Ich glaube, ich habe schon irgendwo getroffen, aber wen kümmert's? Ich kümmere es die Tatsache, dass du mich hier ohne Erlaubnis rumdrückst. Tatsächlich. Die gehören hier zum Team Krypto. Einfache Seemänner. Na schön, ich bin bereit. Irgendwas hinter uns. Krebotag und Philippa. Na gut, Xatu, Kappels, euer Bestes. Gut, soweit so gut, keine Krypto-Pokémon. Alles klar, Psychokinese und Tempo-Hieb. Schlag zu. Zack. Och nö, oder? Hat nicht ausgereicht. Na schön. Psychokinese wird auch nicht ausreichen, aber immerhin sehr viel Schaden. Oh, Critical Hit. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Nice. Okay, Kappels darf sich bald über ein Level Up freuen. Jetzt kommt Mantax. Verteidigungsschwächen, ne? Okay. Das wird nicht viel bringen. So. Nochmal Tempo-Hieb. Ich frag mich, ob die Seemänner auch wieder Krypto-Pokémon bei sich haben. Ich überlege mir gerade, vielleicht sollte ich vorher auch noch nach dem Mobile-Ausschau halten für die Kleine. Ich meine, vielleicht bekomme ich auch noch was dafür. Bevor ich also mit dem finalen Kampf beginne... Oh, Himmelhieb! Himmelhieb! Fuck! Was soll ich jetzt dafür vergessen? Tempo-Hieb brauche ich ja. Wegen Erstschlagquote. Oh, Himmelhieb, das ist so eine geile Attacke. Soll ich wirklich Nein, das ist nicht gut, weil es gibt so manche Pokémon, die durch Donnerwelle nicht getroffen werden können. Und Stachelspure gleicht das ja wieder aus. Arg! Trugschlag brauche ich auch noch. Boah, das ist schwierig. Und Megasauger, ja, eine Pflanzenattacke wird er wohl noch benötigt. Ich kann auch kein... Es gibt ja auch keine Attacken. In dem Spiel gibt es ja keine Attackenerinnerer, mit denen ich die Attacken wieder erlernen kann. Alter. Was soll ich nur machen? Tempo-Hieb vergessen oder Himmelhieb erlernen? Ich stecke in einer Zwickmühle. Ja. Alles so gut. In Kombination mit Blitzer. Ich meine, auch wenn es manche Pokémon gibt, die jetzt nicht durch Donnerwelle getroffen werden können, bleibt mir nichts anderes übrig. Stachelspure muss jetzt raus. Und dafür kommt jetzt Himmelhieb rein. Dann hat es eine stärkere Kampfattacke drauf. Fehlt nur noch eine bessere Pflanzenattacke, wie zum Beispiel Gigasauger, dann wäre ich zufrieden. Da wäre ich schon versehen. Zufrieden gestellt. Oh nein, das Entron ist ein Krypto-Pokémon. Naja, gut, dass ich Kappels vorne habe. Alles klar. Mantax steht leider immer noch. Aber immerhin die Spezialverteidigung sinkt. Das heißt, die nächste Psychokinese dürfte seinem Schicksal besiegen. Na schön. Okay, Kappels. Zeit für deine ersten Trugschläge. Auch wenn es jetzt aktuell nicht paralysieren kann, das macht nichts. Okay, Kryptodons ist immerhin kein Angriff.
Ja, jetzt können die Gegner mich leider Gottes immer treffen. Aber es bringt, dass ich hier wohnen mein Fluchtwert nie gesenkt. Nie gesteigert, also. Passt das schon. Weil das erhöht ja nicht die Volltrefferquote, deswegen. Hoffentlich. So. Jetzt kommt Zubiris. Ich hoffe, das ist nicht auch noch. Oh je, wenn das ein Krypto-Pokémon. Nein! Nein! Das ist ja noch schlimmer, weil ich kann es mit Rückschlag nicht treffen. Ihr wollt mich wohl verarschen, ne? Zubiris? Ach, das ist ein blöder Zufall. Hm. Na gut, ich setze mal Spukball ein. Das wird es wohl überleben, weil das ist normal effektiv. Und Karpels haut mit Rückschlag weiterhin auf Enteron drauf. Enteron ist so schnell. Ich hoffe nur, ich kann ein bisschen. Ich hoffe nur, ich erzeuge nicht zu viel Schaden bei Zubiris. Ich möchte das nicht nochmal. Ich möchte kein weiteres Desaster erleben. Also keinen weiteren fehlgeschlagenen Fangversuch. Dass wir schon wieder zwei Krypto-Pokémon auf einmal haben müssen. Okay. So viel Schaden macht das nicht. Selbst beim Critical Hit müsste es das noch überleben können. So. Ja, Krypto-Knall, jetzt greift es an. Wie sie das verdunkelt, der Bildschirm dazu verdunkelt hat. War das schon vorher der Fall? Ich glaube nicht. So. Halt noch ein weiterer Trugschlag. Und dann dürften beide Pokémon fangbereit sein. Ich frag mich, ob ich zwei Hyperbälle auf einmal einsetzen kann. Also jetzt bei beiden Pokémon. Und mal sehen. Okay, ich denke, Zubiris müsste fangbereit sein. Ich will jetzt kein weiteres Risiko eingehen. Genauso wie Enteron. Zwei Hyperbälle müssen reichen. Und dann schätze ich mal, werde ich mich mal nach diesem Part aufbegeben und vielleicht ein bisschen offscreen trainieren, damit ich noch etwas genügend Kohle für ein paar Hyperbälle kriegen kann. So, erstmal Xatus-Zug für einen Hyperball. Für Enteron und auch Kabels Zugfan. Überball. Oh, nur einen einzigen pro Runde? Ernsthaft? Na schön, dann kann Kabels nochmal einen Trugschlag gegen Enteron einsetzen zur Sicherheit. Für alle Fälle, wenn's misslingt. Aber ich hoffe mir, dass dem nicht so sein wird. Okay. Krallball, bitte enttäusch mich nicht. Come on. Nein! Ach, come on! Nein, das ist nicht euer Ernst. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Aber trifft das auch seinen einen Partner damit? Nö. Okay. Oh, fuck. Nein, Karpels! Auch nicht schon wieder. Schön. Kamerupt. Verdammt. Ich versuch's jetzt mal mit Zubiris. Weil Zubiris ist da, glaube ich, jetzt die größere Gefahr. Und Kamerupt kann ich rufen. Na schön. Komm schon, Krallball. Fahr mir jetzt Zubiris. Bitte. Komm schon. Yes! Jawohl! Zubiris ist unser. Sehr gut, jetzt ist nur noch Enteron übrig. Und das hat eh schon jetzt eine niedrige KP durch Trugschlag. Also diesmal müsste der nächste Hyperball reinhauen. Sehr gut. Perfekt. Das müsste jetzt hoffentlich gut gehen. Krallball, los! Fahr mir jetzt das Enteron. Ich glaube, die Superbälle werden nicht ausreichen. Come on. Come on. Yes! Sehr gut, wir haben beide. Aber wenn der eine Matrose jetzt auch schon Krypto-Pokémon hat, dann. Junge, erzählen sich!
habe ich ein ernstes Problem. Mist, das muss ich melden. Oh shit, jetzt muss ich hier weg. Was ist mit dem Matrosen hier? Ich will es erstmals nicht herausfinden, sondern mich jetzt aufbegeben, um mich zu heilen. Oh, das Robo-Kyokra. Echt krass. Ja, ohne Scheiß. Da haben sie was echt Hübsches zusammengebastelt. Oh Mann. Wisst ihr was, Leute? Aktuell wird mir jetzt keine andere Wahl bleiben, als nur offscreen zu trainieren, dass meine Pokémons auf Level 40 hochkommen. Dazwischen wird da keine Entwicklung stattfinden, weil Sejong und Stolrak werden sich nicht, werden sich bis Level 40 noch nicht entwickeln können. Genau. Die bleiben also so, wie sie sind. Aber geil ist, dass wir... das jetzt auch noch... Wow, okay, weitere Kryptoerlösung. Geil ist, dass jetzt auch Karpilz wieder Himmelhieb beherrscht. Ich schätze mal, wir werden jetzt mal den Part damit verbringen, dass ich während meines Offscreen-Trainings werde ich mal versuchen, dann dazwischen Mobile reinzuschneiden, wenn ihm das Pokémon unter die Arme kommt. Hoffentlich. Deswegen werde ich jetzt mal Pokésnacks wieder mal verteilen, weil ich habe wieder 10 Stück. Das heißt, ich könnte mindestens jeweils 3 hinlegen. Und da müssten Pokémon lang genug stehen bleiben, dass ich sie rechtzeitig erreichen kann, wenn sich wieder der Radar meldet, dass ein wildes Pokémon sich gerade am Pokésnack vergreift. Aber ich hoffe mir, dass ich bald mein Mobile finden kann. Wahrscheinlich wird Mobile sehr selten zu kriegen sein. Aber ich hoffe, dass ich es kriegen kann. So, ich lege ja gleich die 4 ab, weil vielleicht findet man Mobile hier. Ich weiß nicht genau, an welchem Platz man es genau finden kann. So, und währenddessen... Ich werde dazwischen mal aufscreen jetzt zum Hauptlabor gehen. Und, naja, ich habe eigentlich gesagt, dass wir jetzt den Part damit verbringen, wir Mobile zu fangen. Ich würde aber eher sagen, dass ich jetzt anfangen werde, offscreen zu trainieren. Ich muss mal gucken, ob die Trainer hoffentlich jetzt einiges an Herausforderungen bieten werden und auch vor allem an Erfahrungspunkten. Ach, jetzt bin ich bei Grant, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte ganz woanders lang. Ich weiß, dass ich den... War das Cypher, so hieß der, oder? Mann, der Kryptorb ist, da macht er echt einen guten Job. Den Typen kann ich immerhin bekämpfen. Ich meine, ich könnte eigentlich in fast jeder Stadt gegen irgendeinen Trainer kämpfen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Oder eigentlich in so gut wie jeder Stadt. Aber ich weiß nicht, ob die dann auch alle dementsprechend stärker werden. Ich glaube beim... Wisst ihr was, ich gucke mal schnell zum alten Kryptolabor, weil vielleicht befinden sich dort wieder... Ja, gut möglich. Ob sie da immer noch diese Typen aufhalten? Ja, tatsächlich, da sind sie. Das sind immer noch die Power Rangers unter den Krypto-Mitgliedern. Wahrscheinlich sind sie auch dementsprechend jetzt stärker geworden. Na, also gut, liebe Leute. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen werde. Ich schneide dann noch dazwischen rein, ich schwöre, also die Aufnahme lasse ich erstmals noch an. Und wenn ich einen Mobile zu fassen kriege, falls ich einen Mobile... Oder soll ich das wirklich machen, weil vielleicht ist Mobile viel zu selten dafür. Und ich will jetzt nicht Stunden damit verbringen, dass ich nur um dann Mobile suchen zu können. Nee, vergesst, was ich gesagt habe. Ich würde vorschlagen, an der Stelle mache ich jetzt mal mit dem Part wieder Schluss. Und im nächsten Part werden wir dann mit der Insel weitermachen. Ich werde jetzt offscreen trainieren. Und sollte mir Mobile dazwischen die Arme laufen, werde ich das dann zu Beginn des nächsten Parts noch dazwischen reinschneiden. Okay? Ist das ein Deal? Okay. Wenn das euch passt, dann
bitte ich, das zu bestätigen, mindestens eines Klicks auf den Like-Button unter dem Video und dann sehen Sie da beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei, seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush Photofy geht hinein, bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.